Hallo zusammen! In dieser Videoreihe wird die Abschlussprüfung Teil 1 für alle IT-Berufe, kaufmännisch und gewerblich vom Sommer 2024 aus Baden-Württemberg thematisiert. Vermutlich eine der letzten von dieser Sorte. In 1 bis 2 Jahren soll nämlich ein neues Format kommen. Mehr Informationen bekommen Sie in diesem Kanal zum richtigen Zeitpunkt. Bei dieser Prüfungsvorstellung handelt es sich wie immer um einen Lösungsvorschlag. Selbstverständlich können auch alternative Antworten oder Lösungen für eine volle Punktzahl führen. Alles, was hier in blauer Farbe dargestellt ist, war die Aufgabenstellung bzw. hier in schwarz, entweder Anlagen oder Vorgabeblätter. Und alles, was in roter Farbe dargestellt ist, ist eben die Lösungsvorschlag, die ich hier erläutern möchte. Zunächst einmal das Szenario dieser Prüfung. Sie sind bei einem IT-Systemhaus beschäftigt und dieser berät seinen Kunden oder andere Unternehmen bei Fragen rund um Themen Digitalisierung, IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit. Und in diesem Prüfungsszenario handelt es sich jetzt um eine Supermarktkette, ja, als Kunde, die Videoüberwachungssysteme für ihre Filialen wünscht. Mit allem drum und dran, also inklusive Fotoerstellung, Speicherung, Sicherheit und so weiter und so fort. Bei der ersten Aufgabe mit insgesamt 30 Punkten, also ein Drittel der Prüfung, geht es um die Beschaffung dieser Systeme. Das ist eindeutig Lernfeld 2 zuzuordnen und bei der Aufgabe 1.1 sollen jetzt Sie zunächst mal die Lieferanten anhand von internen und externen Bezugsquellen auswählen. Sie sollen jeweils 2 Beispiele zu den Bezugsquellen nennen. Na gut. Wenn Sie jetzt Azubi sind im Unternehmen, dann sind Sie logischerweise nicht so lange dabei. Daher fragen Sie Ihr Kollegium beispielsweise nach irgendwelchen Lieferanten mit irgendwelchen Erfahrungen. Wie waren dann entsprechend die Lieferzeiten? Wie war dann der Umgang mit so einem Lieferanten? Das ist viel wert und als erstes definitiv hier erwähnenswert. Vielleicht gibt es auch ein internes Tool oder so eine Plattform, wo solche Erfahrungsberichte abgespeichert sind. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man halt so die Erfahrung der eigenen Mitarbeiter dort an einer zentralen Stelle sammeln würde. Eine zweite Möglichkeit wäre ein ERP-System, Enterprise Resource Planning, wo für den betrieblichen Ablauf, sagen wir mal so, wichtige Daten abgespeichert werden. Zum Beispiel, welche Waren bestellt wurden, wie die Ressourcen dazu genutzt wurden, welche Mitarbeiter wurden dafür verwendet und so weiter und so fort oder welche Kosten entstanden. Das ist alles in so einem System enthalten. Oder wenn Sie so ein größeres System nicht haben, dann eben ein Warenwirtschaftssystem, WAVI abgekürzt, wo ausschließlich Ihre Waren dann abgebildet werden. Also sind den Ablauf, was Sie so alles bestellt haben und alles, was rund um Ware zu tun hat. Jedenfalls können Sie aus solchen Systemen ja viele Informationen entnehmen zu Kunden, Lieferanten, Waren, Stücklisten und so weiter und so fort. Und das wäre jetzt eine interne Bezugsquelle. Bei den externen Bezugsquellen machen wir das mittlerweile alle intuitiv, dass wir nach bestimmten Lieferanten oder sagen wir mal so Hersteller suchen. Da können wir ja die Suchmaschine unserer Wahl dann nehmen, wobei sozusagen der nächste Punkt auch damit zusammenhängt, ja, die Online-Bewertung. Wenn Sie nach irgendwelchen Händler oder Lieferanten suchen, dann wollen Sie natürlich auch sicherstellen, wie waren dann eigentlich die Erfahrungen von anderen. Und da hat sich jetzt entsprechend der Marktführer Google ja ziemlich erfolgreich in diesem Sektor dann bewährt, sodass es halt von vielen Stellen dann anerkannt wird oder halt von vielen Personen dann, sagen wir mal so, als grobe Orientierung vertraut wird. Es gibt ja auch für andere Branchen eigene Bewertungsplattformen, zum Beispiel für Ärzte oder sowas, wo man dann entsprechend dort auch gezielt nach bestimmten Lieferanten vielleicht auch an dieser Stelle suchen kann. Meine beste Bezugsquelle ist eindeutig, die ist nicht zu toppen, nämlich die Fachmessen. Da finden Sie an einem Ort alle Lieferanten, wo Sie beispielsweise auch die Möglichkeit haben, direkte Fragen zu stellen oder den direkten persönlichen Kontakt herzustellen. Das ist viel wert und spart auch extrem viel Zeit. Wenn Sie sowieso gerade in der Materie sind, in den Gedanken, dann fragen Sie die einzelnen Lieferanten an einem Tag, an einem Ort, wo Sie dann Ihre Gedanken sozusagen sortiert haben und der Vergleich ist dann entsprechend viel, viel
besser und dann geschickter, dass sie dann das Ganze an einem Tag sozusagen die Vor- und Nachteile gegenüberstellen und dann dort ihre Entscheidung treffen. Und außerdem bei Fachmessen können sie dann entsprechend auch auf neue Kenntnisse gelangen. So, was gibt es so Neues auf dem Markt, wie das Portfolio der einzelnen Unternehmen das sind und so weiter und so fort. Kommen wir zu Aufgabe 1.2, wo ein quantitativer Angebotsvergleich durchgeführt und anschließend eine Entscheidung getroffen werden soll, welcher Lieferanten den Auftrag bekommt. Im Vorfeld haben Sie ja Kontakt zu zwei Lieferanten aufgenommen und mit dem Wunsch nach 10 Videosystemen und haben dann 2 Angebote erhalten, die in Anlage 1 und Anlage 2 zu finden sind. Ich werde das jetzt mal so langsam runterscrollen, dass Sie das entsprechend hier sehen. Ich habe die Anlage direkt nach der Aufgabenstellung hier platziert. Normalerweise mussten Sie ja in der Prüfung blättern, also die Anlagen waren auf extra Blätter und die waren ein bisschen sozusagen extra Blätter, sodass sie dann entsprechend hin und her blättern. Und ich zeige Ihnen das mal kurz. Hier geht es um den Adressaten, dann kurze Ansprache und dann entsprechend das Angebot Nummer 1 von der ersten Firma und dann entsprechend das zweite Angebot von der zweiten Firma. Das können Sie natürlich entsprechend kurz das Video pausieren, um die einzelnen Kosten dann entsprechend oder Informationen hier zu entnehmen. Und insgesamt gibt es bei dieser Aufgabenstellung 15 Punkte und die sozusagen die entsprechende Informationen, die einzelnen Werte können dann von den Angeboten entnommen werden. Anschließend gibt es noch ein Vorgabeblatt, also es ist halt eine relativ einfache Aufgabe gewesen, wo man die 15 Punkte bekommt, weil in der Lösungsanlage die Begriffe hier schön hintereinander sortiert sind. Also das war die ebenfalls vorgegeben in schwarzer Farbe und alles, was ich hier gemacht habe in Rot, das war jetzt meine Lösung. Aber ansonsten, die einzelnen Auflistung und Sortierung, die war ja bereits hier im Vorfeld dann gegeben und Sie sollten ja die Werte einfach mal aus den Angeboten entnehmen. Das bedeutet, ich werde jetzt mal direkt auf die Lösung dann eingehen. Listeneinkaufspreis vom ersten Angebot, das würden wir dann direkt von der Anlage 1 entnehmen und das waren die 12.550 als sozusagen als primärer Wert und dann entnehmen Sie die weiteren Werte, nämlich das waren zum einen 5% Rabatt, das können wir uns auch noch gerade so noch merken und wenn wir innerhalb von 10 Tagen überweisen, dann bekommen wir auch ein Skonto von 3%, also das lässt sich ja gut merken, 12.550, 5% und 3%, die habe ich hier alle eingetragen, ja, 12.550, 5% und 3%. Und alle anderen Werte lassen sich dann entsprechend rechnen. Und beim zweiten Angebot ebenfalls 12.605 diesmal. Dazu kommen noch Lieferkosten im Wert von 69,99. Und Rabatt ist in dem Fall hier 10%, also doppelt so hoch. Und das Konto etwas geringer mit 2%. Schauen wir uns mal, was diese Zahlen auswirken, also bewirken in unserer Rechnung, damit wir eine begründete Entscheidung treffen. Und das habe ich hier gegenübergestellt und das habe ich mehr oder weniger in den Taschenrechner eingegeben. Müssen wir mal schauen. Also das bezieht sich auf das erste Angebot. Sie können auch mal die Historie hier sehen der Berechnung. Ich denke, viel muss ich dann dazu nicht sagen. Falls Sie dann entsprechend Fragen haben zu den Berechnungen, können Sie die Kommentarfunktion dann verwenden. Ich habe dann mehr oder weniger die Werte hier per Copy und Paste dann hier eingetragen, sodass Sie das einsehen können, wie ich auf die Ergebnisse hier gekommen bin. Auf der anderen Seite zeige ich Ihnen auch nochmal ganz kurz, wie sozusagen die Lösung, die zu dem zweiten Lieferanten entstanden ist. Und da bekommen wir ein Endergebnis von 11.187,6 bei dem ersten und beim zweiten, bisschen gerundet,
11.564 und wir stellen fest, dass der zweite Lieferant dann entsprechend günstiger ist und das ist jetzt sozusagen die Begründung dazu, warum ich mich dann für den zweiten Lieferanten entschieden habe, weil dazu sozusagen die geringere Kosten dann hier vorhanden sind. Sie können aber auch schreiben, die Lieferzeit, das haben Sie wahrscheinlich jetzt ein bisschen nicht so auf der Schnelle gesehen. Das war jetzt Lieferung 1 bis 2 Wochen und beim anderen waren das 2 bis 3 Wochen. Also auch kürzer. Ja? Das können wir auch, das ist ja auch eine messbare Größe, dass wir anhand dieser Kenngröße, sagen wir mal so, entscheiden können und das auch als Argument nehmen und deswegen können wir das bei diesen 2 Punkten dabei belassen. Bei der Teilaufgabe 1.3 steht, dass der günstigere Lieferant, also der Nummer 2 hier, der streicht jetzt bei Neuaufträgen ja alle Rabatte, Kundenrabatte, die ja mit 10% ja gar nicht mal so schlecht waren. Dennoch sollen 3 Gründe genannt werden, warum Ihr Systemhaus weiterhin dort bestellen könnte. Hier gibt es sozusagen eine kleine Überschneidung zu der vorigen Aufgabe. Den Punkt mit den Lieferzeiten können wir eigentlich 1:1 so übernehmen. Hinzu kommt, dass die Kooperation in der Vergangenheit zwischen dem Systemhaus und Lieferant gut war und das konnte man zwischen den zwei Zeilen im Angebot lesen und die Treue zahlt sich dann oft aus. Das war hier irgendwo im zweiten Angebot, genau, für die bisherigen guten Zusammenarbeit. Also können wir hier eigentlich auch nochmal so stehen lassen und das wäre jetzt auch nochmal, wenn wir mal die Adressen der einzelnen Lieferanten sehen, dann wäre jetzt auch nochmal der zweite Lieferant geografisch näher zu uns, sodass wir bezüglich Lieferzeiten oder ähnliches dann eventuell Vorteile hätten, falls dann irgendetwas ist oder mit der Bestellung, dass wir die Bestellung selber abholen, wie auch immer. Dann zur Aufgabe 1.4, nachdem Sie die Bestellung aufgegeben haben und die Bestellung dann entsprechend geliefert wurde, ist es jetzt Ihre Aufgabe, 4 Schritte zu erläutern, die bei der Wareneingangsprüfung durchzuführen sind. Pro Erläuterung gibt es entsprechend 2 Punkte und zunächst einmal, also hier an dieser Aufgabenstellung ist die Reihenfolge auch, ja manchmal an ein paar Stellen können auch hin und her geswitcht werden, aber im Groben wären das jetzt 4 Vorschläge. Beginnen wir mit dem ersten Vorschlag, dass wir mal zunächst mal uns an das orientieren, was wir auch mal privat bei unseren Online-Bestellungen tätigen. Zunächst einmal mal schauen wir halt meinen Lieferschein an, ist der Adressat überhaupt der richtige? Also bin ich jetzt oder meine Firma adressiert? Was ist denn in der Bezeichnung des Lieferinhalts? Was ist denn da überhaupt drin? Ist es laut meinem ERP-System überhaupt das, was überhaupt ich denn bestellt habe? Und wenn ja, ist, wie gesagt, die Menge auch korrekt, die da im Lieferschein dann vorhanden ist, ist das jetzt in Übereinstimmung mit meinen ERP-System-Informationen und so weiter und so fort. Und das wäre jetzt mal an dieser Stelle zu kontrollieren. Der zweite Schritt ist zu überprüfen, ob der Liefertermin oder gar eine Nachfrist eingehalten worden ist. Ja, weil das sind so wichtige Merkmale, denn insbesondere bei einer Nachfrist können Ansprüche auf Preisminderung, Rücktritt von Kaufvertrag oder gegebenenfalls ein Schadenersatz erfolgen. Ja, könnte, wie gesagt. Und im dritten Schritt könnte man mal entsprechend die Lieferung jetzt auf Beschädigungen kontrollieren, ob beispielsweise beim Beladen oder Entladen oder allgemein beim Transport Defekte entstanden sind. Das gilt zu kontrollieren und zu protokollieren, eventuell auch zu fotografieren, wenn da irgendwelche Mängel festgestellt wurden aufgrund unserer Sichtprüfung. Ja, manche Sachen sieht man ja auch sofort. Typische Sachen, beispielsweise wenn ich Befestigungsgurte habe an bestimmten Paketen, die ja diese Pakete zusammenhält beim Transport oder so, dann gibt es typische Situationen, die beispielsweise diese Gurte diese Kartons bestimmt an bestimmten Stellen dann drücken und dazu könnten dann Beschädigungen zu Mängeln dann halt führen.
Dann Schritt 4 wäre jetzt mal zu prüfen, also quasi wenn alles dann in Ordnung war, dann im Protokoll der Speditionsfirma dann zu unterschreiben und am besten sozusagen, also zu unterschreiben und so weiter und am besten die Inhalte aus den Kartons zu nehmen, wenn ich das Ganze lagern möchte, weil ich muss das ja brandschutzgerecht das lagern. Im Lager sollten ja möglichst auf brandbeschleunigenden Mitteln verzichtet werden und Kartons gehören ja definitiv dazu. Ja, soweit zu der ersten Aufgabe, die Lernfeld 2 zuzuordnen, war mehr oder weniger. Im nächsten Video geht es um Aufgabe 2 und die Programmierung weiter. Falls Ihnen das Video hier geholfen hat, würde ich mich auf eine positive Reaktion freuen. Bis zum nächsten Video und tschüss.